Können wir Foto machen? Gut, ja, komm, wir machen. Eben wartet noch eine Minute, dann kommen noch wir 10. Sind live, ne? Ist der Kameramann von Monte? Ja, von Monte. Von Monte, oder? Aber ja, nicht, wenn er im Limbo sitzt, weil da hat er immer keinen Empfang. Ah, okay. Können wir auch Foto machen zusammen? Na klar, Kameramänner okay, machen immer gerne Fotos. Na klar. Geil. Wunderbar, wir haben alles im Griff. Jetzt fahren wir zum 117er Block. Ich schwöre, jetzt mach ich Schlägerei. Ich habe hier Rechnungen offen einfach. Das war damals einfach alles nicht in Ordnung. Papa Rastatt, Grüße gehen raus an dich. Er, alle haben Respekt gehabt vor ihm. Ich habe keinen Respekt mehr. Hier, das ist er. Der 117er Block. Ich fahre einfach mit dem Porsche. Das ist er. Da brauchen wir nicht aussteigen, oder Jungs? Besser nicht. Das ist der berühmte 117er Block. Dieser Block hat uns immer gejagt und verfolgt. Ich bin bereit. Jetzt ist die Chance. Ich stehe bei euch auf der Straße, Rheinau. Ich bin jetzt da. Jetzt fahren wir wirklich in die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Und ich zeig dir, hoffentlich kommen wir in den Hausflur rein, wo ich mit 11 entjungfert wurde. Ne? Das habe ich im Hausflur entjungfert? Im Hausflur. Ja, ja. Valentina hieß die Frau. War, die Geschichte kennt doch auch schon jeder. Die war 16, kam aus einem eine italienische Familie, hat in dem Haus gelebt. Die lebt, glaube ich, heute noch da. Sie ist irgendwie eine Verwandte gewesen, die kam zu uns. Sie war 16, ich war 11. Sie geht mit mir hoch, bello, bello, amore. Im 5. Stock war eine Hollywood-Schaukel. Wir setzen uns drauf. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich dachte, oh mein Gott, ich verliere weißes Blut. Original sowas. Aber man merkt halt, du kommst hin und es sind andere Jugendliche am Start. Hey! Du Bruder! Du bremst aber auch wie so. Den kenn ich! Ja, aber. Bruder! Ich bremse nicht. Zucker haben wir ihn immer genannt. Aber das ist, wir haben den so genannt, aber das ist krankheitsbedingt, aber es war selber sein Spitzname, ne? Also, ey, den habe ich bestimmt schon jetzt 15 Jahre nicht gesehen, ne? Zucker, wie geht's, Alter? Alles fit? Ja, klar, bei dir? Wohnst du noch hier? Na ja, immer noch. Rheinau, ja, Mann. Krass, Alter! Ey, so krass, dass wir uns mal wiedersehen, gell? Ja, Mann. Was war so? Was, wenn du so an mich denkst? Was hier geworden ist, Hammer. Wenn du so an mich denkst früher, wie was war ich für ein Typ hier in Rastatt? Sag ganz ehrlich, du, denk nicht an die Kamera. Denk nicht an die Kamera. Sag ruhig, wie früher war. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Ein Kollege halt, keine Ahnung. Irgendwas Krasses, wenn du an uns denkst. Ist egal. Ja, alle abgehockt, geraucht, Scheiße gebaut. Ja, Mann. Du warst der größere Verbrecher immer. Ich war der größere Verbrecher. Du warst der schlimmste von allen. Ich bin halt älter, weißt du, ey, du bist auch wirklich, aber du siehst immer noch genauso aus wie mit 15. Nein, du ja auch. Finch, echt? Nein, ich hatte lange Haare, weißt du noch? Ich hatte lange Haare bis Schulter. Okay, ey, ich wünsch dir was. Das hat mich echt gefreut. Ich fahre durch Rastatt und man sieht wirklich Leute von früher. Bruder, der Zucker zuckt nicht mehr. Der zuckt nicht mehr. Krass. Ey, der Zucker zuckt nicht mehr. Das war ja eine Krankheit, der hat immer gezuckt halt so, ne? Der ja, zuckt vielleicht nicht hat er mehr. Irgendwas gefunden, also wirklich, wo also das ist der Hammer. Ja. Freut mich total für ihn, ne? Krass. Der Zucker, heißt der Zucker, weil er zuckt? Der zuckt nicht mehr. Vorne war eine Gaststätte, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich auch in 2022 angekommen sind. Die Gaststätte heißt Zu den drei Mooren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die noch so heißt. Ob Rastatt, das muss, kannst du ja so nicht nennen mehr. Ja, drei Mooren, immer noch. Alter Vater, haben die nicht umbenannt. Aber die Kiste ist zu. Heißt immer noch drei Mooren. Das ist so eine Schande. Kannst du die Gaststätte nicht mehr drei Mooren nennen? Der zuckt nicht mehr. Ich bin wieder da. Ich regle alles. Wie früher. So. Ach no, die Jungs von früher. Ich wusste seinen Namen nicht mehr. Aber er war so einer in der Gang. Er stand einfach da. Und dann haben wir irgendwann gefragt, wer hat den eigentlich mitgebracht? Ich kenne den nicht. Der nächste. Kennst du den? Nein. Kennst du den? Nein. Wie heißt du eigentlich? Waldemar. Und dann war er dabei. Tut mir leid für Thomas jetzt, der die Kamera holt. Alter. Ja, was soll ich machen? Ich hab das hier, das ist alles. Am Ende muss ich doch die ganze Scheiße hier bezahlen. Was machst du denn für Sachen? Das ist mein Kindergarten. War der beste Kindergarten. Evangelischer Kindergarten. Evangelischer Kindergarten. Hier war ich dran. Vergesse ich nie. Pass auf. Sommerfest. Ich sehe meine Eltern kommen. Ich draußen im Garten. Ich renne. Eine durchsichtige Schnur ist irgendwo gespannt. Ich fliege. Meine Mutter, Platzwund, ab Krankenhaus. Es war brutal. Und dann war ich auch mal auf einer Frauenschule, ne? Anne-Frank-Schule. Ich war der einzige Junge in der Klasse. 25 Frauen, Mädels, und ich war der einzige Junge, vergesse ich nie. Weil ich von der anderen runter bin, war mir zu viel Schlägerei, bin ich hierher. Also war das eigentlich eine reine Frauenschule, also Mädchenschule? Das ist eine reine. Anne-Frank ist eine reine Mädchenschule, ne? Ja. Nee. Viele Mädels, ne? Ja, und ich war der einzige Junge in der Klasse, ne? Dann war ich hier in der Fahrschule, habe ich meinen Führerschein gemacht, Fahrschule Jos. Also es ist halt geil, es ist alles jetzt hier auf einer Ecke. Hier, das ist so eine Kneipe, hier habe ich angefangen, also die ersten Automatenerfahrungen hier drin gemacht, noch mit Geldspielgeräte. Und dann ist hier habe ich meinen Führerschein gemacht und hier ist das Haus, in dem ich gewohnt habe. Hier ist es Schweinsrot,
Wunderschön. Wo es umgestrichen wurde, wollte meine Mutter ausziehen, weil sie sagte, ich sehe da nicht aus wie so ein Schwein. Und da oben ist das andere Hochhaus. Ne? Ganz krasse Geschichte. In dem Hochhaus, der Mann, dem das gehört hat, der hat ganz oben in der Penthouse-Wohnung gelebt und hatte so zwei Löwenköpfe an der Tür. Da sind einfach zwei Leute dran und haben den erschossen. Die haben einfach den Lehrmann drüben aus dem Haus erschossen. Aus dem Hochhaus. Der Hochhausbesitzer hatte irgendwelche privaten Dinge. So, da, hier wohne ich. Ich packe rechts der Balkon. Mit den, rechts unten der Balkon. Mit diesen mit dem braunen Dings, die ist noch von uns die Markise. Der rechte, das ist Wohnzimmer. In dem bin ich 25 Jahre lang aufgewachsen. Jetzt gehen wir rein. Ich bleib einfach hier rechts stehen, oder? Oder? Das haben wir früher auch gemacht. In diesem Haus war mein Vater auch, ist arbeiten gegangen, ganz normal in der Bank, aber war trotzdem noch für dieses ganze Haus Hausmeister. Und dann habe ich immer hier, das war eine Scheiße. Du hilfst mir beim Fegen. Dann habe ich das hier alles fegen müssen. Komm. Hier ist die Garage, hier bin ich immer mit Roller, mit Mofa rein. Erstes Auto, das war die Garage, ne? Mhm. Krass. Hier ist der Zigarettenautomat. Das ist ein ganz, ey, wirklich. Das ist, war eigentlich mein privater Zigarettenautomat. Weil du hattest vor der Tür einfach Zigarettenautomat. Das war der absolute Wahnsinn. Jetzt kommt da einer raus. Ach du Kacke. Guten Tag. Da habe ich gewohnt. Sie weiß es, sie kennt mich auch. Krass. Ey, du wohnst hier. Er ist der Junge, der jetzt in meinem Kinderzimmer wohnt. Nein. Partystream und Talentshow. Jules. Ach, so, oh, scheiße, Alter. Ist auch gut halt, aber er ist, ist ja aus der Talentshow. Ist auch gut. Ja, ist auch gut. Und was stand ich hier davor? Weiß ich noch. Bruder, immer geguckt. Dann ab und zu eine Schachtel gefunden oder Geld hat geklemmt. Immer den. Kennst du? Bruder, ist immer noch der gleiche Automat. Hier sind die. Hier war Glascontainer. Ist jetzt was anderes. Komisch. Mein Klassenlehrer, das war seine Wohnung. Ich hatte also nichts zu lachen. Meine Mutter stand da, mein Klassenlehrer da. Und wie war's so und so? Nein. Ich hatte immer, das, einfach mein Klassenlehrer, der neben mir gewohnt hat, die wohnen aber heute auch nicht mehr da. Herr Lamm, Grüße gehen raus. Aber kannst du dir vorstellen, wie das war? Nichts zu lachen. Da hat mein Lehrer drin gewohnt, ne? Und wie wohnt sich's? Gut, ne? Schöne Wohnung, ne? Eigentum, wunderbar. Ich habe früher da gewohnt. Ich weiß. Sie wissen das? Sie kennen mich? Ja, ich kenne Sie noch. Ja. Mensch, Sie kenne ich noch. Und meine Mutter, ja, und meine Schwester, da haben wir gewohnt. Was war ich für ein Kind? Furchtbar, sagt sie. Ja, sie sieht direkt, was war ich für ein Kind? Furchtbar. Geil. Ich wäre einmal fast auf diese Betonklötze gefallen, ne? Weil ich da oben gedacht habe, ich mache einen entspannten, ich hänge mich mal über den Balkon, dann auf einmal, so, hing da oben. Da hat mich meine Mutter und meine Oma mit eigener Kraft wieder hochgezogen. Okay, jetzt kommen die Jugendlichen, komm, wir gehen da hinten. Du musst dir mal vorstellen, 25 Jahre meines Lebens war das hier. Fahrräder, hier wurden Fahrräder geklaut. Alles. Was ist denn hier? Komm, wir gehen mal hinten in den Hof. Ja, was ist das denn? Wenn das der Vater gesehen hätte früher, sowas gab's nicht. Ja, aber wenn es fehlt, ist es jetzt besser? Alles verwahrlost. Das gibt's gar nicht. Adam, hier habe ich 25 Jahre gelebt. Ja. Vom Geländer runtergepinkelt. Das Haus hat sich verfärbt, aber es ist alles weg. Vielleicht sieht man noch ein paar Spuren. Hier ist mein Balkon. Hier habe ich gewohnt. Hab ich runter. Hier habe ich die Leute mit dem Laserpointer schikaniert alle. Hallo? Kennen Sie mich? Ja. Ja? Ich habe da gewohnt. Ich habe hier 25 Jahre, war das mein Kinderzimmer? Ach, seit 10 Jahren kann sein, das haben wir, ja? Wohnt die Nadja noch da? Nein. Oben rechts, Nadja. So eine kleine, süße. Nein. Okay, danke. Ciao. Nadja war so eine, wir haben uns so Blickkontakt gehabt. Sie war da oben rechts in dem Fenster, sie hat immer so durch runter geguckt. Und ich war hier. Ich habe auch immer so geguckt. Dann habe ich mit Laserpointer und dann habe ich ihr so Zeichen gegeben, so einen Zettel. Und dann habe ich den Zettel da unten am Zaun. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben und so. Süß. Nadja, ja. Das Ding gab es zu meiner Zeit, die Wäsche. Hier hat meine Mutter Wäsche aufgehangen, aber das Ding war halt neu. Ne? Diese Schaukel ist immer noch die gleiche. Hier habe ich einfach geschaukelt, das ist alles am Arsch. Hier war so eine Balancierstange. Gibt's nicht mehr. Hallo, wohnst du jetzt hier? Ja. Spielt ihr Kinder immer hier unten? Ja, ich bin ja? Schön. Knossi heiße ich. Knossi. Ja. Ja, ich habe hier auch gewohnt, als Kind. Schön, ja. Ja, ja. Ey, das war krass. Das Ding gab es nicht, hier war ein Sandkasten. Aber Alter, wenn ich das so sehe, ist es echt alles kaputt. Scheiße. Macht das denn so viel Spaß wie früher? Das wollen wir wieder machen, hä? Dann haben wir auch wieder so gemacht. So haben wir gemacht. Hä? So haben wir gemacht. Warum geht das so? Ja! Ja! Und da oben ist das Treppenhaus.
Da habe ich dann mein allererstes Mal gehabt. Wir Kinder haben hier unten gespielt, weißt du, und die hat mich hochgenommen. Wohnst du hier? Ja, in der Nähe. In der Nähe, krass. Ja, Reinhauer. Ja. Ich habe mir deinen Vorschlag gesehen. Ja, ich habe hier gewohnt. Genau. Das war mein Kinderzimmer. Oh, guck mal, was jetzt hat sich da vorne aber auch schon... Komm, ist offen. Es riecht da drin noch wie... Danke dir, gell? Super. Es riecht wie früher. Riecht den Geruch. Wunderbar. Kannst du schon offen sein? Da vorne hast du ja schon eine halbe Schulklasse. Ey, jetzt komm, ich komm. Hier bin ich. Mutter. Oh, sie wohnt in meiner Wohnung. Sie wohnt einfach in meinem Kinderzimmer. Sie, du wohnst in der Wohnung, in der ich 25 Jahre gewohnt habe. Mein Bruder wohnt in der Wohnung. Können wir reinkommen kurz? Können wir nicht reinkommen? Können wir nicht reinkommen? Wirklich? Ja. Ey, okay, pass auf. Okay, ruf meine Mutter an. Was ist das für ein Glück? Ja. Nein, du verstehst es gar nicht. Doch, ich verstehe das. Du verstehst gar nichts. Vor allem bin ich der Einzige, der auch weiß, dass es nicht skriptisch ist, wie ihr behauptet. Alter, ey, ich bin hier hier ist das schwarze Brett, Alter. Hier, bitte hier. Und der hat schon wieder einen Fahrrad geklaut und wieder den Müll falsch raus. Und die Mülltonne wird nicht mehr abgeholt. Und irgendeiner hat den Hausflur geschissen. Mutter, schalt den Stream ein. Ich darf jetzt in unsere alte Wohnung. Ey, ihr habt die ganze Bude umgebaut. Okay, ey. Ey, aber wirklich, ey, pass mal auf, ihr habt ja den Boden rausgerissen. Warum? Küche neu, Küche war gut. Wie sah scheiße aus, war schon alt. Ey, hier ist das Gästeklo. Ich weiß noch, wie ich auf dieser Toilette, darf ich da reingucken? Mutter, Gästeklo. Da hing immer ein Schild bei uns, wenn's Arschall brummt, ist herzlich gesund, ist weg. Mutter, das ganze Gästeklo ist neu. Erinner dich mal, wie das bei uns ausgesehen hat. Bei uns war das alles ranzig. Und da drin habe ich die Telefonnummer, weiß ich noch, die ich in der Werbung gelesen habe, 0190, habe ich da drin angerufen. 600 Mark Rechnung kam, weil ich gedacht habe, das ist, muss ja die Tina aus der Werbung sein. Und meine Mutter hat mir das größte Theater gemacht. Okay, die Schränke sind noch von uns. Mutter, die Schränke sind von uns. Die sind noch von uns. Die sind von uns. Vater. Und der Boden im Wohnzimmer ist auch noch von uns. Darf ich aufmachen? Es ist, ey, wirklich, das ist noch, weil das, ich wusste, okay, die Küche weiß ich noch. Wollt ihr was trinken? Ja. Weißt du oder so? Ja. Alle drei? Upsala. Ey, ist das deine Eltern überhaupt recht, dass wir hier drin rumlungern? Ja, meine Mutter ist egal, ja. Mein Bruder wollte dich unbedingt mal persönlich treffen. Den habe ich schon mal getroffen. Ja? Ich habe gesagt, ich komme irgendwann nach Hause. Ja. Ich hatte es echt größer in Erinnerung, Mutter. Heute ist es echt sehr, sehr, sehr klein. Wir hatten Backofen auch da unten. Unser Backofen war da unten und hier war unser Kühlschrank. Also ihr habt schon komplett umgebaut. Hier war genauso wie bei uns Esszimmertisch. Da vorne war der Papagei, da vorne war Wohnzimmer. Mutter, was haben wir... Also das ist... Und der Boden ist von uns. Das ist unser Boden. Hier, auf diesem Boden bin ich 25 Jahre rumgelaufen. Das ist unser Boden. Also die Leute denken wahrscheinlich zu Hause, ich bin komplett bescheuert, aber es ist unser Boden. Ich weiß nicht, was ich jetzt laufe. Ich laufe hier rum und suche nach Kratzern und Flecken, weil sie ja von uns kommen können. Wie bescheuert muss man... Das ist wirklich noch von uns. Die Heizung kennt... So krass. Das ist der Balkon, da hat meine Mutter immer Wein gesoffen. Das Fliegengitter, Mutter, ist von uns noch. Das Fliegen... Die Balkontür... Naja, die ging immer so leicht, das ist unsere Balkontür. Mutter, Rollladen ist alles noch von uns. Und dieses Fliegengitter haben wir aber gut für euch installiert, ne? Alter, vorne, links, rechts, ja krass. Hier bin ich aufgewachsen. Ey, da unten sind viele Jugendliche jetzt, gell? Oh nein. Hab ich's kaputt gemacht? Nachher hat sie es nicht mitbekommen. Ey. Scheiße. Ich hab's Fliegengitter kaputt gemacht. Hat er immer... Ach so, ich dachte, das ist egal, hat er eh meine Mutter bezahlt. Hier, meine Eltern waren kurz nicht da, ich war 5 Jahre alt, meine Schwester 4, ich habe ihr hier einfach, sie hatte so weiße, schöne, lange Haare, ich habe gesagt, komm, ich schneide die jetzt ab. Hier habe ich die abgeschnitten, neben Weihnachtsbaum. Gehen wir rein, wollen wir in mein Kinderzimmer gehen? Kann vielleicht ein bisschen stinken nach Gras oder so, aber das ist normal. Was? Nach Cannabis kannst du vielleicht ein bisschen bei ihm riechen. Das Bad ist von uns, ne? Dieses Pissoir wollte meine Mutter haben, weil wir haben alle im Stehen gepinkelt. Und das Spritzing, so meine Mutter, da kommt so ein Ding hin. Mein Vater mit Deckel, schön hingebaut, ein Pissoir. Wunderbar. Direkt Bock wieder in die Badewanne zu legen. Hier war Schlafzimmer meiner Eltern und das vergesse ich nie. Und da kann die Mutter jetzt zu Hause sitzen. Da ist hier Ostern. Da bin ich halt mal aber auch wirklich schon um 6:30 wach. Mit einer Tafel Schokolade vom Fenster. Die kriegen es nicht mit und auf einmal höre ich hier. Komm und das werde ich nicht vergessen. Hier hat meine Schwester ihr Zimmer gehabt. Hier war meine Schwester. Ja, jüngere. Hier war meine Schwester. Hier war die Abstellkammer. Ja, es ist immer noch eine.
Alter, und das ist tatsächlich, überleg mal, ich habe hier gelebt 25 Jahre in diesem Zimmer. Alle Höhen und Tiefen. Das war zuerst ein Kinderzimmer, wie für ein Kleinkind, bis hin zu einem Jugendzimmer. Bis ich 25 habe ich mit meiner ersten Freundin drin gewohnt. In diesem Zimmer. Das hier ist es. Bruder, das ist ja krass. Okay, das ist echt krass. Hier habe ich 25 Jahre drin verbracht, ne? Es ist natürlich jetzt anders eingerichtet, aber hier war ich 25 Jahre. Das Bild, was ihr kennt mit dem Doppelstockbett, das war hier. Das Doppelstockbett stand hier. Ich hatte in diesem Zimmer so viele verschiedene Möbel, weil das hat mein ganzes erstes Leben geprägt. Ne? Von Kleinkind, da weiß ich noch, wie hier ein Babybett stand und so ein kleines Kinderzelt. Bis hin zum, dass ich da so Wohnzimmermöbel aufgestellt habe und hier ein Bett hatte. Ne? Mhm. Es war wirklich eine ganze, überleg mal, boah, ist krass. Ich weiß noch ganz genau, ich habe immer gedacht, jetzt habe ich wieder dieses, ja, die gucken drüben rein, weißt du, was ich meine? Die gucken drüben rein, weiß ich noch. Es kommt mir so klein vor. Ja, aber ich kenne das. Man sieht halt die Welt aus Kinderaugen, wenn man... Ja, aber ich war 25 Jahre alt. Als ich die Pokercasting schon bei ProSieben gewonnen habe, habe ich hier gewohnt. Und genau hier habe ich halt immer runtergepinkelt, ne? Und dann immer, weißt du, wenn ich oben bleiben muss, wenn die Mutter mir nicht erlaubt, habe ich unten die Kinder spielen hören, wie sie rumgeschrien haben, Christian. Und ich habe gedacht, ich will auch runter. Ich habe die Nächte zum Tag gemacht, ne? Mutter, das ist, das kannst du... das kann man sich nicht vorstellen. Du solltest dem Jungen auf jeden Fall irgendwas da lassen. Ja, ja, komm, wir schreiben dem an die Wand. Frag nach Edding 3000. Ist er am Telefon? Du willst, kannst du mit ihm sprechen? Ja, ja. Ich bin bei mir im Kinderzimmer. Ja, das hört sich doch gut an. Auf jeden Fall, meine Schwester hat mir jetzt auch spontan gesagt, dass du bei uns bist. Und ich würde sagen, ich bin sogar schon gerade am Nachhause laufen. Soll ich dir was an die Wand schreiben? Meine Mutter tötet mich. Nein, okay. Du kannst ja sagen, ist vom Vormieter. Ich freue mich, ey. Vielen Dank, deine Schwester, super nett, hat uns einfach reingelassen, ne? Ja, natürlich, habe auch sie ja davor Bescheid gesagt, falls auch immer klingeln sollte, einfach. Ey, super, ey. Aber unten hat sie nichts gesagt, ne? Ist schnell reingegangen. Ja, ich mag Menschen. Ja, das ist halt meine Schwester so. Sie sagt, sie mag Menschen nicht gut. Okay, ja, bis gleich, gell? Ciao. Ja, okay, bis gleich. Ciao, ciao. Oh Gott, deine Mutter kriegt einen Schock. Jetzt sehen die. Überleg mal, du fährst gerade in die Garage und siehst alles voller Leute draußen, siehst fremde Menschen auf deinem Balkon. Ich fühle mich direkt wieder heim, Alter. Soll ich halten? Jungs, wohnt ihr alle in Rastatt oder was? Okay, lasst uns einmal testen. Ich hab einen Puff. Und meine? Laila. Ich hab doch gesagt, Rastatt steht für große Entertainer, für gute Entertainment-Qualität. Mutter, hier saß meine Mutter immer mit Conny. 2 Flaschen Wein, 3 Flaschen Wein. Jeden Abend runtergekommen. Guck mal, da wieder jemand den Hund nicht angeleint. Kennst du das? Meine Mutter wieder, guck mal da vorne, wirklich. Meinst du, die machen mal ihre Scheiße weg vom Hund oder was? Hat die keine Tüte dabei? Hier saß meine Mutter hier oben, rumgekeift, rumgeblökt. Ich ab und zu vorbei, irgendwann, weiß meine Mutter, komm Mutter, ich rauch mal ran, rauch eine mit, komm, zack. Sind Sie die Mama? Ja, hallo. Ey, hallo. Ich wusste gar nicht, dass ihr kommt. Oh, Sie sind hier jung. Ja. Hallo. Hallo, Elena. Hallo, Jens, hi. Okay. Ey, ich hab hier mal gewohnt. Ja, ich weiß. Ey, das ist für mich unglaublich hier. Ja, ja. Das ist für mich unwahrscheinlich. Und du kennst auch meinen Bruder, den Alexander, ne? Fast. Alexander Fast, kenn ich? Ja, das ist mein Bruder. Ach, Schatz, überleg mal, sind wir ein Alter? Der ist 88. Und Sie? Ich bin 81. Ja, klar. Alexander Fast, natürlich kenn ich. Ey, Ihre Tochter hat uns einfach reingelassen. Also, ich war jetzt einfach baff. Das ist so lieb, wirklich. Sonst hätte ich das alles hier. Nein, etwas war's. Bei uns war früher noch asozialer Schnee. Ist gar kein Problem. Das bei uns war früher. Fernsehen. Nein, das kommt nicht. Ist live, aber. Ist live. Ja, ist das live. Kommt dann in deine Story, oder wie? Ist jetzt live gerade, Twitch. 30.000 Leute gucken. Okay. Kannst du was sagen? Werden wir berühmt, oder was? Ja, kannst du was sagen? Was soll ich sagen? Einfach mal hallo. Ja, hallo. Wie ist das? Aber gibt es noch so Überbleibsel? Gab es Momente? Das würde mich mal interessieren. Gab es Momente, wo ihr gesagt habt, oh, guck mal, da haben die gepfuscht hier früher oder so? Nein. Irgendwas in der Wohnung, kennst du das? Wo man sagt, oh, komm. Nein, es war alles gut, wir haben renoviert nach unserem Geschmack. Ihr habt es richtig, also, Mutter, so hätte unsere Wohnung auch mal aussehen können, gell? Schön, aber mich schön, freut es total, dass ich dich hier so sehe, mein Leib. Ich freue mich, dass ich Leute kennenlerne, man denkt häufiger, sitzt man zu Hause, wie ist wohl die alten Wohnung, was ist da wohl gerade los? Und man denkt so, und jetzt habe ich so ein Gefühl, ne? Ja, ja. Freut mich total. Die Markisen sind aber eurer noch? Die Markisen sind von uns. Ja, jetzt soll. Ey, da ist er doch. Ich bin wieder absolut toll. 4-2-0, Alter. Wie geht's? Gut, gut, selber. Louis Vuitton. Ja, ja, muss stylisch und so. Ja. Ey, ich bin einfach, es tut mir leid, aber deine Schwester hat reingelassen, wir sind einfach in dein Kinderzimmer, die hat mir erlaubt. Ey, mein Kinderzimmer ist auch nicht spektakulär. Das war für mich ganz, ganz, ja, ganz. Ja, für dich auf jeden Fall. Ja. Ey, für mich war hier alles in der Wohnung zu sein, war ganz speziell. Heute war auch sehr spontan. Da ich bin sofort gelaufen, ich bin zwar mit E-Scooter, der steht zwar irgendwo noch. Willst du uns noch irgendetwas zeigen in deinem Zimmer? Also auf jeden Fall, das Einzige, was ich dort mache, ist tatsächlich wirklich nur schlafen und essen und dann gehe ich auch wieder raus so.
Sonst nichts, gell? Nee. Das ich weiß, warst du genauso in dem Zimmer? Wie, was du warst? Nur so, dass du so gechillt hast, so gechilltes Leben. Was macht man da sonst? Das ist so kein Bock auf Schule, so richtig. Voll, alles egal. Weißt du, als würde er so deine Energie hier übernehmen und so das Leben genau leben, wie du gelebt hast. Aber wie alt ist er jetzt? 17 wird er jetzt. Okay, mit 17 war ich genauso. Sie müssen ihn genauso machen lassen. Und mit 23 auf einmal passiert die Verwandlung. Ich schmeiß ihn vorher raus. Es macht die Energie des Kinderzimmers macht diese Verwandlung. Auf eines Tages wird er umbauen, so ein bisschen wird sich was überlegen. Und auf einmal geht er in eine Richtung, die sie nicht erwarten. Mutter, siehst du's? Ja. Und was sagt die Frau ist hier, die Elena? Was sagst du zur Wohnung? Schick. Schick? Ja. Wir haben uns sehr gegeben. Schlecht. Hä? Bei uns war es asozialer. Mutter, Mutter, es ist Spaß, Mutter. Es ist doch nur Spaß. Naja, hoffentlich. Mutter, was sagst du? Wie findest du? Ja, gut, aber der Garten ist ungepflegt. Ey, bei uns war der Hof. Der ist verranzt. Ah, der Garten ist ungepflegt, weil der Herr Zerr, der früher der Hausmeister war. Der ist jetzt in die Rente und wir haben jetzt andere Firma, deswegen ist alles halt kaputt, nicht privat. Das sieht schlimm aus. Der Hof sieht schlimm aus, gell, Mutter? Am Anfang war es noch gut, da ist noch die Himbeeren gewachsen sogar. Der hat wirklich gepflegt. Ja, gut, Bad, alles gut. Mutter, hier drinnen riecht es wie bei uns drüber. Das Bad ist unser Bad. Ja, das Pissoir, super, ja, unser Bad. Das Pissoir, das ist Legende. Alle können sagen, Endstufe, das ist Endstufe Highlight. Mutter, ist ganz... Ganz komisch hier zu sein. Kannst du das glauben? Das glaube ich. Ganz komisch, ganz komisch. Mutter, super, gell? Ja, das ist klar. Also, tschüss. Ja, alles Gute für Sie. Ja, danke, ebenfalls. Tschüss, Mutter. Tschüss. Merkt ihr aber, merkst du das, diese Power von diesem Raum? Mhm. Ja, aber sag ehrlich. Wirklich? Merkst du diese Power, diese Energie? Hier ist alles gestartet. Ich fühle mich irgendwie so voll wohl so. Einfach so, man fühlt sich wohl hier sofort. Mensch. Hast du hier schon mal auch Geschlechtsverkehr gehabt? Nein, ne? Also, nicht nur da, auch da. Ja? Ja. Draußen am Balkon? Ja. Was? Ja, um 4 Uhr oder so, das war wie Frühschicht-Schieben. Ja? Ja. Hab ich nie gemacht. Nein, also. Muss man ausprobieren. Aber dann. Also, jetzt sieht sie kritisch aus, aber. Super. Ja. Ey, so, Anton, ey, wir wollen nicht länger stören, gell? Anton? Nee, wie war der Name? David. Nice, Anton. Nee, oh Gott, Alter. Wie kommt auf Anton? Wegen Anton war heute ein Kumpel war da. Also, der heißt Anton. Wie oft ich hier saß, da hatte ich meinen Schreibtisch da rausgeguckt habe und sehe da drüben in der Küche, weißt du was, die schreien sich an. Ja, dann, das ist noch immer so. Ja, das ist tatsächlich jeden Tag so. Der da? Ja, der sagt immer, wie soll jetzt schon die Pfanne an? Das Öl. Ey, wirklich da oben. Und dann immer, habe ich immer Fenster aufgeguckt, gemacht, gehört so ein bisschen, ne? Und dann schreit der da drinnen wieder rum, ne? Aber das war immer so. Bei mir auch, ne? Und vom Balkon auch gepinkelt, ne? Pfeff. Das war gang und gäbe hier. Bis die Hauswand irgendwann sich verfärbt hat. Und dann habe ich von da immer aus dem Bett angerufen. Meine Mutter hat mir, weil der Weg zu weit war, das muss man mir vorstellen, gell, Mutter, rufe ich hier mit Handy an und meine Mutter macht mir Toast und bringt es mir ans Bett. Ich, so eine geliebte Mutter habe ich. Tschüss, gell, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Mach's gut, gell. Ciao. Alge.